Das ist, glaube ich, Plan A, B, C, D, F oder so. Wünsch mir Glück. Achtung. Hallo und herzlich willkommen in den russischen Werken zur Lumiverpofonium Projekt Teil, ich glaube, 22. Nagelt mich nicht fest, ich komme selber durcheinander. Was machen wir heute? Beziehungsweise, was war letztes Mal das Problem? Letztes Mal hatte ich ja hier Messingkugeln drin, die ich erstmal richtig auf die richtige Größe kriegen musste, weil die Originalen, so wie gekauft, waren größer als angegeben. Die passen jetzt soweit, der Anschlag ist aber noch... wenn du stupst, ist aber noch etwas hart. Und jetzt habe ich mir unterdessen auch Kunststoffkugeln bestellt. Und siehe da, die sind exakt 12 mm, genauso wie bestellt. Wow. Diese Kunststoffkugeln werden wir heute mal ausprobieren. Und ich habe jetzt ja noch zwei von den drei Dampfkanonen hier nach wie vor mit Glasröhrchen. Und ich habe schon gesehen, das eine Glasrohr hat schon einen Sprung da hinten. Man sieht es jetzt auf der Kamera wahrscheinlich kaum. Aber ja, es werden jetzt alle auf Plexiglasröhrchen umgerüstet. Und vor allem, was wir heute auch machen werden, ist noch ein Problem, dass doch noch sehr viel Kondenswasser, was gerade hier in der Kanone drin ist, das muss raus. Und da reicht eben der eine Ablauf, den ich gemacht habe, nicht aus. Da braucht es hier direkt ganz vorne dran, braucht es noch Ablaufventile, und das werden wir jetzt mal machen. Und was sonst noch passiert, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie viel in das Video reinpasst. Los geht's. Jetzt kommt der schwierigste, das ist nämlich der da hinten. Und der ist auch der einzige Grund, warum ich dieses ganze Gestell da irgendwie lösen musste. Ah, seht ihr das? Da war nämlich schon ein Sprung vorher drin, der hat sich schon angekündigt und jetzt habe ich ihm gerade den Rest gegeben. Ja, eben. Deswegen machen wir die jetzt alle nachher aus Plexiglas. Oh je, oh je. Muss der Bohrer auch so lang sein? Ich will nicht alles hier abmontieren. Ha! Ein Hoch auf den Mini-Akkuschrauber von Bosch. Gucken, wie lange es dauert, bis mir wieder die nächste Seite reißt. Und deswegen habe ich auch immer hier eine Schutzbrille auf, wenn ich hier arbeite, weil, ja, gefährlich. So, jetzt kommen diese Gewindenieten hier rein. Die haben innen drin, haben die ein metrisches Gewinde, und die kann ich jetzt quasi mit so einem Spezialwerkzeug in das Loch hier festnieten. Und da kann ich dann nachher mein ganz kleines Gewinderöhrchen von den Ablassventilen reinschrauben. So der Plan. So, stecken wir das da rein. Zack. Ta-da-da. So, die drei Anschlussnieten sind jetzt gesetzt. Das war ein ganz schöner Akt. Jetzt muss ich hier die restlichen zwei Glaskanonen entfernen. Das wird ein bisschen hässliche Arbeit. Und dann werden die neuen aus Plexiglas draufgeklebt. Also damit könnte ich mich ja für eine Karriere als Chirurg bewerben. Nicht wahr? Ja, nee, besser nicht. Das führt zu nichts Gutem, glaube ich. So, die Wasserablaufventile sind jetzt mal, ja, mehr oder weniger provisorisch hier angeschlossen. Und ein dritter hier auf der Rückseite. Der Kessel heizt gerade an und wir testen dann mal, ob das funktioniert mit dem Wasserauslass. Thank you.
Aber es kommt kein Wasser hier raus, warum nicht? Warum nicht? Wieso? So, ich bin jetzt gerade dabei, die Stimmung der einzelnen Bünde, der einzelnen Töne zu machen. Und das funktioniert ganz einfach, indem man hier im Endeffekt diese Haken ein bisschen nach da oder ein bisschen nach da verbiegt, sodass der Ton passt. Ich habe jetzt hier ein vollchromatisches Stimmgerät, ein digitales. So kann ich ganz genau die einzelnen Töne einstellen. Der höchste Ton ist, sollte ein A sein. Wichtig ist natürlich erstmal, dass die Saite an sich schon mal stimmt. die sollte ein E sein. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt hier. So, jetzt haben wir genau das E. Der Bund hier sollte ein A sein. Boah, perfekt. Habe ich noch gar nicht stimmen müssen. Bei der anderen Seite musste ich das jetzt machen. Okay, dann schauen wir mal den nächsten Bund. Das sollte ein Gis sein. Wow. Minimal runter. Das heißt, den Haken ein kleines bisschen nach da verbiegen. Und so weiter. Ja, wer jetzt hier die Wasserablaufhähne vermisst, die ich ja vor kurzem erst dran gemacht habe, dem sei erklärt, dass das gar nichts bringt. Warum nicht? Wenn ich hier aufmache, kommt hier nur Dampf raus. Aber das Wasser bleibt drin. Wieso? Weil diese Schraubniete, die geht ein Stück weit rein, dieses Röhrchen von der Niete geht ein Stück weit rein und quasi bis fast oben an die Oberkante von dem Rohr innen. Ja? Das heißt, Wasser ist schwerer als Dampf, Wasser ist unten, Dampf ist oben. Und jetzt damit Dampf durchpuste, dann bleibt das Wasser schön unten und hier oben sammelt sich eine Dampfblase und die kommt dann hier unten wieder raus. So bringt das Ganze gar nichts. Wie kriege ich trotzdem das Wasser raus? Ja, ich muss einfach immer wieder die Kugel hüpfen lassen und wieder runterlassen, sodass die beim Runtergehen das Wasser quasi rausdrückt. Und da brauchst du eine möglichst schwere Kugel. Ich habe ja jetzt diverse Kugeln ausprobiert. Mein Sammelsurium wird immer größer mit 10, 11, 12 mm Kugeln in Silikon, in Stahl, in Kunststoff, in Messing und so weiter. Letzten Endes werde ich jetzt schwere Kugeln nehmen, tatsächlich die Messingkugeln, die ich letztes Mal brüniert habe. Die sind hier drin. Und mit denen haut es zwar recht stark gegen die Seiten dagegen, es braucht auch eine gewisse Power. Ja, aber es ist am zuverlässigsten und vor allem fallen die schnell wieder runter. Das heißt, ich kann somit noch am besten das Wasser rausdrücken. Damit aber dieser Anschlagston nicht ganz so übertrieben stark klingt und tut in den Ohren weh, habe ich jetzt mal provisorisch mit Kabelbindern hier kleine Gummis dazwischen gespannt, sodass die Kugel quasi erstmal gegen dieses Gummiband knallt und dieses Gummiband dann gegen die Seite dagegen. Ich erhoffe mir so, dass der Ton ein bisschen angenehmer wird und auch, dass die Seite nicht so stark mechanisch beansprucht wird. Ich würde sagen, wir machen wieder einmal eine weitere Testrunde und schauen mal, ob die Theorie diesmal aufgeht. Soweit für den Moment jetzt. Ja, juhu, ein Plan ist aufgegangen. Und zwar mit den Gummis den Klang etwas sanfter zu machen. Jetzt muss ich das Ganze nur noch schön machen. Die Gummis etwas breiter. Und dafür habe ich auch schon eine Idee. Thank you.
hier sind übrigens nahezu alterungsfreie Gummis, die auch sehr hohe Temperaturen aushalten. Willkommen bei der Schmuckbastlerei Grußer. Naja, das ist nicht ganz nach was es aussieht. Keine Halskette, kein Armkettchen, sondern ein Dämpfer für Gitarrenseiten, wer hätte es gedacht. Man kann es auch als Steinschleuder verwenden, sehe ich gerade. Nein, das tun wir nicht. Und so sehen jetzt diese Dämpfergummis aus. Und ratet mal, wer nach langer Zeit endlich mal wieder da ist, sich gerade konzentriert mit der Fehlersuche an der Platine beschäftigt. Meine Damen und Herren, Joe Steeman in the house. Hi, Fans. Aber wir wollen ihn nicht weiter stören. Er braucht nämlich die volle Aufmerksamkeit für seine Schaltung. Achtung. Fazit von Testrunde Nummer 327 oder so ähnlich. Ja, funktioniert mit den Gummis. Die dämpfen den Klang noch ein bisschen ab. Und wir haben jetzt eine neue Position noch für den Tonabnehmer gefunden. Der sitzt jetzt hier in der Mitte an dem Stahlgrundgerüst. Und das macht den Klang auch noch ein kleines bisschen wärmer. Vor Redaktionsschluss ereilt uns noch eine Eilmeldung. Ein Kanal, wo wenn's keine hell, Rolle hat. Wenn es hell wird, wird es hell. Genau, und jetzt haben wir da noch den zweiten Kanal. Aber der funktioniert. Ja, sehr schön. Wunderbar. Und der dritte Kanal, genau auch. Also haben wir wieder drei, die funktionieren, im gesamten Linie. Tipptopp. Gut. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Alles weitere im nächsten Video. Wir verabschieden uns jetzt für heute. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Und dann schauen wir mal, ob dann alles klappt. Und dass die Maschine auch langsam mal fertig wird.